So ist Beck, Kölle, Karriere und heute geht es im Signal Iduna Park gegen Borussia Dortmund. Es wird absolut krank. Es wird absolut krank, wirklich. Ja, was haben wir geändert? Skiri war ja absolut tot und hier Dings Pedersen. Dafür ist hinten rechts jetzt Schmitz und in der Mitte haben wir Martel mit Strauch. Mal sehen, wie es wird hier. Es wird absolut kritisch, glaube ich. Hector wollte ich auch rausnehmen, aber ich habe sonst keinen Linksverteidiger. Vielleicht in der Winterpause müssen wir mal auf die Suche uns nach einem Ersatz-Linksverteidiger machen. Und da kracht's für Dortmund. Köln hat einen Elfmeter hier bekommen. Wahrscheinlich wegen Handspiel oder so. Jo, da kracht's für Dortmund. Wie lassen wir denn nochmal schießen? Ah, komm, bleiben wir bei Hector. Unten links rein, das Ding. Elfmeter. Hoflegende ist auch nicht so einfach. Die scannen dich, wirklich. Die scannen dich. Die scannen dich wirklich, ey. Oh, shit. Hübers mittlerweile auf 81 Tempo gepusht. Absolut krank. Guck dir mal an, wie der da rennt. Hübers geisteskrank, der Typ. Oben Thielmann. Wichtig. Irgendwie fühlt sich das hier nicht an wie Dortmund gerade, was ich hier spiele. Thielmann 1-0. Es fühlt sich nicht an wie Dortmund gerade. Was ist hier los? Es fühlt sich absolut an. Es war letztes Game gegen Ferl. Im DFB-Pokal absolut schwierige. Bis jetzt kommt hier noch gar nichts. Aber es war schon immer so. Bayern und Dortmund haben wir absolut immer gut gegengehalten. Das war ein guter Pass auf Rainer. Oh mein Gott und Horn. Wie krank haben wir den bitte auch. Wie lange sind wir jetzt hier? 15 Games oder so? Wie krank haben wir denen die 15 Games bitte gepusht? Wie kacke der am Anfang war. Der hat nichts gehalten. Jetzt hält er hier die absolut 200k Marschüsse von Dortmund. Was für eine Maschine wirklich. Nice geblockt. Gut. Schade. Nochmal. Adamian. Lauf. Du hast auch ein bisschen Tempo. Schade. Und genau, wo es jetzt hier gerade eingeblendet wird. Ich habe es letztens sogar noch erwähnt, dass man immer die Kommentatoren auf Englisch schalten muss, damit die Einblendung kommt. Haben die dieses FIFA einfach geändert, habe ich gesehen. Deswegen habe ich das wieder auf Deutsch geschaltet. Ändert sich eigentlich gar nichts, nur dass jetzt wieder Frank Buschmann und Wolf Fuß das Spiel kommentieren, auch wenn man sie nicht hört. Ja, wie gesagt, sonst musste man das irgendwie extra auf Englisch immer stellen. Jetzt ist es auch auf Deutsch am Start. Schmeckt auf jeden Fall. Falls ich mal privat eine Karriere zocke, kann ich wieder mich absolut so runter machen lassen von Frank Buschmann. Und trotzdem Tor-News bekommen. Jetzt müssen wir uns hier aber mal wieder konzentrieren. Ich laber und laber. Und wir kriegen nichts mehr geschissen hier auf einmal. Strauch. Schöner Pass auf Thielmann. Oh, schön gemacht auf Adamian. Da unten läuft Kainz. Kommt er ran? Kainz. 2-0. Ist das, spielen wir gegen Dortmund 2 oder was? Gegen zweite Mannschaft. Da höre ich gar nichts mehr. Der erstummt der Signal Iduna Park, aber absolut. Hätte ich nicht gedacht, dass er reingeht. Was? Also das war auch so ein Kopfballmurmel, wirklich. Kam sehr präzise, aber kann man schon mal halten. Oh ja, schade.
Oh, jetzt. Jetzt kracht's aber gleich. Jetzt kracht's. Jetzt kracht's. Elfmeter wegen Handspiel. Jetzt kracht's ja komplett. Kilian. Ach du Scheiße. Ich wusste es. Ey, wenn's kracht, dann kracht's aber auch wieder richtig, ey. Drei Tore in ein paar Minuten. Aber auf einmal wurden die auch so krass. Auf einmal wurden die so krass. Da ging nichts wirklich, nichts für die. Auf einmal machen die absolutes Comeback. Ja, wir holen mal Duda rein und. Der Rest muss aushalten. Stark. Komm schon, Kainz. Oder Adamian. Let's go. Nice durchgesteckt. Thielmann. Sowas, das bricht mich. Sowas bricht mich. Sowas bricht mich. Sowas bricht mich. Ach, da war komplett die Konzentration weg. Ey, sowas bricht mich. Ey, 2-0 für, jetzt liegen wir sozusagen 2-0 hinten. Das packe ich nicht. Es fing so gut an und dann konnten die wieder auf einmal aus jeder Position schießen. Schön gelaufen von meiner. Oh ja, jetzt geht wieder gar nichts mehr. Jetzt geht hier wieder gar nichts mehr. Holy shit. Ja, jetzt spielen wir die Bots auf Zeit, also es ist auch schon wieder lächerlich. Zimmermann, komm schon. Marte, oh nein, der hat absolut kein Tempo. Abseits, ganz klarer Hase. Can, es soll Can, oh mein Gott. Ich habe letztens so ein Meme-Video gesehen. Dortmund einfach absolut gefühlt alle Games verloren wegen Can. Weil er irgendwie Elfmeter verursacht hat, rotend Karte. Junge, Junge. Irgendwie immer, wenn Can gespielt hat, hat Dortmund verloren oder unentschieden. Irgendwas war da. Jetzt, Junge, jetzt reicht's aber auch mal hier wieder. Schindler, schön die Pille geholt. Bringt jetzt leider aber auch nichts mehr. Ah, ohne Skiri kracht's ja wirklich im Mittelfeld. Ach. Ich will nochmal kurz, auch wenn es weh tut, anmerken, dass wir 2-0 geführt haben. Dortmund komplett gedribbelt haben. Komplett an die Wand gespielt und jetzt. Es tut weh. Es tut weh. Skip. Damit sind wir wahrscheinlich wieder Letzter oder so. Wir schauen nochmal auf die Bundesliga-Tabelle kurz. Ah, da sehe ich auch unser nächstes Los. Wir müssen absolut in Runde 3 gegen Bayern, habe ich jetzt aus Zufall gesehen. Oh Mann, oh Mann. Und Bundesliga. KO 17. Was? Bremen 18. Oh mein Gott. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal gegen wen spielen wir? Gegen Serie schon wieder. Diesmal kein Testspiel. Haut rein, bis zum nächsten Mal und.
Tschüss. Unsere Ziele. Ach du Scheiße, vergessen wir. Skip it. Tschüss.